Ich müsste über die Soldaten gespawnt werden. Ich dachte eigentlich irgendwo hier so am Auto. Again? Diesmal landen die auch oder? Okay. What the fuck? Was ist das denn? Gut, das war jetzt nur minimal buggy. Vielleicht liegt es an der Stelle hier und die können nicht landen oder so. Und der Sound ist immer noch da. Da, da, da. Ah. Jetzt spawnen sie endlich. Gut, dann gönnen wir uns mal. So, Drecksfahnenträger, weil bringt eh nichts. Schön Schnappschüsse, müssen wir prompto noch die voll die Fotoding wegkriegen. Dass ich bei ihm die nächste Fähigkeit reinmachen kann. Oh, komm, letztens gab es schon voll. Das war natürlich dumm. Och, komm. Bitte Level 9 ist bei ihm Ende. Holy shit, dauert's lange. Sternhülle hätte ich Bock. Auch noch, aber... Na. Müssen wir noch warten. So, wir haben 18 Uhr. In-Game-Zeit. Die Sonne geht langsam unter. Ja, langsam trifft's echt gut. Und dann müssen eigentlich die Tomberis jetzt mal so demnächst aufschlagen. Ich hoffe, dass wir wieder eine Beschwörung kriegen mit einem Fight. Das wäre ultra nice. Tomberos, wo seid ihr? 19 Uhr. Wird langsam dunkel. Na, das müsste eigentlich hier spawnen. Demnächst werden wir schon mal unsere Lichter angemacht. Das heißt, so hell ist nicht mehr. Sonne sieht man noch ein bisschen. Ja. Kannst du direkt die Königswaffen dann rufen, wenn die spawnen. Ich schau, wie viele es sind, wie groß sie sind. Bis jetzt waren die anderen beiden Gegner schon. Der erste war ja gigantisch, ja, es war der Riesenvogel. Der Mobul, der zweite, ja, war ganz nett. Wobei Tomberis in der Regel ja klein sind, ne? Außer halt König Tomberi oder so. Aus anderen Teilen. So, 20 Uhr, jetzt ist ja offiziell Nacht. Muss ich vielleicht kurz weglaufen, wieder hinlaufen? Oder ist es noch hell? Für das Spiel.
Okay, ich glaube, ich laufe kurz weg. Nein. Keine Magitek-Motoren, bitte. Es ist doch Nacht. Ja, weil jetzt so ein bisschen Sonne noch da ist, oder was? Ach, Jungs. Oh, da. Die sind cool. Fallen wir jetzt schon sehr gut. Oh, wieder mit dem Laserschwert. Fast tot. Gut, ich merke schon, das wird nicht ganz so einfach. Richtiger Yoda, Alter. Oh, ich kann beschwören. Ich kann beschwören, Jungs. Bitte, ich will in Ruhe beschwören. Bitte. Oh ja, nice. Oh, wieder Leviathan. Und Leviathan again, Jungs. Bitte töte sie wieder. Bitte. War da ein kurzer Kampf gewesen. Ah, da. Haben wir ein Damage gerade gesehen. Holy shit. Ah, aber leben noch beide? Aua. Gut, aber jetzt haben wir gesehen, dass es Damage macht. Danke. Ich muss seine Fotoskills wenigstens erhöhen. Die heilt sich aber zum Glück nicht. Habe ich so das Gefühl. Oh man, wenn zwei auf uns gehen, ist das echt bad luck. So. Okay, die haben echt. Gut, die fighten nicht schlecht. Muss man den lassen. Oh, Ignis ist tot. Das war gar nicht so bad. Zwei auf mich gehen ist halt unlucky. Oh man. Leute, verfehlt. Okay, das ist doch mal einmal einer der härteren Kämpfe, so. Alter. Das
Sind beide gleichermaßen low. Das heißt, ich habe jetzt beide nicht so krass gefokust, wie ich hätte können, auf jeden Fall. Ja, ich verschwende zu viele Items. Wir verschwenden jetzt nicht, aber. Nice. Das war schön. Und zertrümmert, nice. Ich verpenne das jedes Mal. Wenn ich wenigstens meine Königswaffe nochmal kriegen würde, ey. Ja, das sind richtige Star Wars, Jedi, Ritter, was auch immer. Ist ein guter Kampf. So, ich sag jetzt nichts gegen den Kampf so. Ja, oh, fuck, der hat schon getroffen. Das macht echt Spaß. Muss ich zugeben, gegen die zwei kleinen Pisser. Oh, niedergeworfen ist gut. Niedergeworfen ist sehr gut. Wenn alle drauf gehen, ist noch besser. Leute, Damage machen, bitte. Ich stehe natürlich wieder. Wir hätten den ersten Platz machen können gerade. Ziemlich easy. Ach, ich hab verfehlt. Dein Ernst? Ne, der andere. Oh, fuck. Kamera. So, gleich ist nur noch einer. Also das Größte hinter uns. Lol, er versteinert uns. Oder Stopp oder was auch immer. Fuck, Leute, bitte. Irgendwas. Alter. Ja. Los, Gladio. Oh, er lebt noch, ey. Ich bin so schlecht im Abwehren. Lol. Ich habe die Taste gedrückt, aber ist okay. Ach komm, der erlebt noch. Nice. Der erste ist down. Wir haben unsere Königswaffen aber gleich wieder. Dann sieht die Sache doch viel anders aus. Ja.
Lol, Prompto ist halt wieder einfach eiskalt tot. Ja, komm, Prompto. Danke. Jetzt mach ich die Königswaffen. Wir hoffen, dass wir ihn dadurch killen. Ich weiß es halt nicht. Okay, das wird alles ziemlich knapp. Und nicht mal das tötet ihn. Krass. Das ist cool. Ja, verfehlt, ne? Toll. Und der auch. Okay. Zertrümmert ist schon mal gut. Niedergeschlagen. Oh, niedergeworfen. Los, Leute. Ich will den Tod sehen. Jawohl. Alter, wie viele PV kriegen? Holy shit. Ja. Okay, zum Auto. Und dann zurückfahren für die Quest. Regeneriert sich wenigstens die Max-LP. Was macht die denn da? Hä? Will die fighten gegen, will die gegen uns fighten? Oder was ist da los? Gruppe beigetreten. Aranea. Ja, hallo. Ja, Patrol, ich muss hier. Mata ne. Ja, ne. Tschüss. Junbi wa dekite iru ka? Ah, ussi iku ka. Ich verstehe nicht, was es gerade war. So, was kriegen wir? Das Schild. Für Gladio war das. Nicht so bad. Heben aber ab, das dauert mir zu lang. So, dann können wir wieder runter. Okay, das war... sehr holprig. Gerade.
So, gleich da. Wieder mittlerweile wieder hell. Krass, wir haben fast die ganze Nacht gegen die Tomberis gefightet. Kriegen wir das Schild, nehmen die nächste Quest an. Von Randolph. Schauen, was das ist. Also bis jetzt gab es jedes Mal bei einer Quest 10 Levelsprünge. Also die erste Quest von ihm war Level 55, dann 65, dann 75, oder? Ich glaube, das war so. Bin ich echt mal gespannt, was noch kommt. Weil die Tomberis waren, ich sag mal, itemintensiv. Das wäre Mobol auch gewesen, wenn Leviathan ihn nicht getötet hätte. Aber die Tomberis haben echt was ausgehalten. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. So, da wieder hoch. Kriegt Gladio erstmal das Schild dann ausgerüstet. Futatabi densetsu o onushi ni miseyo. Motte iku to ii. Nochmal 12.000 EP. Holy shit. Gar nicht so schlecht.